Ein herzliches Hallo von mir an euch von der neuen Folge Dead by Daylight. Und, what now? Um das mal in Ashleys Worten zu sagen. What now? Die Map ist... Oh no. Nicht... Okay. Oh, nicht AFK rumstehen. Danke. Die Map ist doof. Ich möchte die Map nicht. Hallo? Die Map ist doof. Und Ashley keucht wie so ein... Ja, gut. Ich würde wahrscheinlich auch so rumkeuchen. Oh, ein Schweinchen. Ja. Ich dachte mir, ich spiele mal wieder eine Runde mit Ashley. Ashley, das ist so eine... Hassliebe. Ich muss auch sagen, meine Zuschauer im Stream oder auf YouTube sind sehr zwiegespalten, was die Meinung zu Ashley angeht. Deswegen musste ich ihn mal wieder auspacken. Ne? Man muss ja, um erfolgreich zu sein im Internet, muss man ja polarisieren. Und das war mein Gedanke bei der Auswahl von Ashley. Nein, was eigentlich nicht. Ich wusste nur einfach nicht, wen ich spielen soll. Und dann fiel mir Ashley ein. Heute erscheint voraussichtlich das neue Chapter, DBD. Also bei Dead by Daylight. Logischerweise rede ich von Dead by Daylight, wenn ich hier gerade Dead by Daylight spiele. Also laut Plan erscheint heute... Das Resident Evil Chapter. Wahrscheinlich wieder 17 Uhr. Das ist ja meist so der Patch-Zeitpunkt. Vielleicht wird es auch 18 Uhr. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es heute auch gar nicht. Ich nehme ja wieder ein bisschen im Voraus aus. Deswegen weiß ich nicht, was eventuell für Neuigkeiten zwischendurch kamen. Aber zum Geburtstagsevent hieß es, am 15.06. erscheint DVD Resident Evil. Ja. Ich weiß nicht, freut ihr euch auf das Chapter oder nicht so? Habt ihr was vom PTB gesehen? Oh, ich habe Kate gerade zum Tode verurteilt, ne? Aber wir müssen Generatoren anbekommen. Ich guck mal, ob hier Ruin ist. Nee. Dich heilen? Nee. Immer lieber die Falle loswerden. Clüdi. Clüdi kommt vom Haken und wird direkt wieder gejagt. Aber immerhin hält der Timer dann wohl an. Oh, David. Kate ist die Falle los. Bestenfalls Clüdi sie ja auch direkt los. David bekommt keine Falle auf, weil sie ihn weggegrabbelt hat. Wir haben Ruinen. Ist Kate verletzt in der Nähe vom Haken? Kate, mach bitte den Generator. Kate, warum ziehst du die Paletten? Da war überhaupt niemand. Leute, lasst euch halt nicht heilen. So, es hängt wer. Ups! Schwierige Runde. Der Killer hat gerade so einen Lauf. Er hat einen am Haken. Kriegt eine zweite Person auf den Boden. In der Zwischenzeit, während die andere aufgehangen wird, wird die andere wahrscheinlich schon wieder... gerettet. Habt ihr das gesehen? Sie hat nur drauf gewartet, dass dort hinten gerettet wurde. Sie hat hier gehockt.
Aber hätte sie das nicht hören müssen, dass ich hinter ihr langgelaufen bin? Ich glaube, es hat sie einfach wirklich nicht interessiert. Oh je, Chloe. Sieht schlecht aus. Wenn sie jetzt noch 5 Entschärferdinger dabei hat, statt 4. Chloe muss bestimmt in den Keller runter und hier werden die Türen an der Seite zu sein. Heißt auch nochmal Umweg. Oh, Fadde ist runter. Immerhin. Aber Killer ist direkt wieder bei ihr. David lässt sich immer noch nicht heilen. David! Der Jen war fertig, du Horst! Mann. Ich habe versucht zu blocken. Das hängt trotzdem. Mrs. Calling scheint sie nicht zu haben. Oder sie schleicht sich gerade an. Ich beobachte hier nur die Ecken vor mir. Okay. Ah, wir müssen noch 3 Generatoren machen und Chloe wird schon wieder gejagt, ist tot am Haken. Ich glaube, das wird ein Lukenspiel. Disconnect. Das ist halt auch unnötig, ne? Jetzt hat sie ihre kompletten Punkte gewastet. Ich bin viel zu großen Bogen gelaufen. Gott, da ging es nicht weiter. Das war doof von mir. Sie hat tatsächlich für mich noch eine Maske. Also eine Falle.
Was hat David in der Zwischenzeit gemacht? Nichts wahrscheinlich. Und ich sehe ihn nicht, weil sie hat einen Addon auf den Masken. Erblindung. Ich sehe meine Mates nicht. Also ich kann auch nicht sagen, wo David jetzt ist. Weil wenn ich sehen würde, er wird gejagt oder er bewegt sich überhaupt nicht in meine Richtung. Würde ich jetzt Fluchtversuche probieren? Oh! Ja, Mist. Okay. Ach, schade. Aber man hat hier doch rechtzeitig gemerkt, dass was ich erst meinte, der Killer hatte einen Lauf. Einer hing, der andere fiel. Sie hat den anderen Aufgang. In der Zwischenzeit wurde der andere gerade abgehakt. Sie ist zum Haken zurück. Sie hatte immer einen am Haken. Und Ruin war die ganze Zeit am Start. Sie hätte sogar noch Blutwächter gehabt. Und sie hatte Tüftler. Ja. Hat der Killer schon nicht schlecht gemacht. Er hatte auch Glück mit den Mates. Ja. Es war auch nicht von mir wirklich eine Glanzleistung. Also. Aber die Runden gibt's auch. Wir sind mal nicht entkommen. Aber es ist halt Ashley. Was erwarten wir? Ich wünsche euch heute Abend, falls ihr das neue Chapter von DVD direkt spielen werdet, ganz viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge sehr, sehr, sehr gern wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Habt noch einen tollen Tag. Tschüssi!